Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Wir haben heute Bart im Supporterrat und können endlich mal hier Spell Thief auf ihn testen. Bei der Runde mit Annie war es halt so ein klein bisschen durchwachsen, muss man ganz ehrlich sagen. Die Runde an sich war jetzt nicht unbedingt schlecht, aber man hat den Impact von dem Spell Thief nicht gespürt, beziehungsweise von der neuen Supporter-Quest, die man dadurch abgeschlossen hat. Ich muss jetzt erstmal hier hochdümpeln, um meinen Chant zu sammeln, das ist ja ekelhaft. Ich denke aber, bei Bart könnte es um einige Ecken besser sein als bei Annie. Doch warum? Ja, das verrate ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Yeah. Aber grundsätzlich mal gesagt, wir haben nicht unbedingt eine schöne Lane für Bart. Denn Bart fühlt sich so in eine, oder gegen eine Pressure Lane fühlt er sich nicht wohl. Ich kann jetzt hier mal gucken, dass ich das Geld bekomme. Ich kann auch für froh sein, dass diese Caitlyn nicht unbedingt aggressiv spielt, weil das würde echt dramatisch für uns ins Negative rutschen. Ja. So ein Auto-Attack kriegen wir raus. Er kriegt sein Q raus. Dann nehme ich gleich einen Trank. Ne, jedes Mal, wenn praktisch mein Gegner irgendwie eine Kill-Lane hat. Er hat jetzt auch noch Ignite dabei. Das ist ekelhaft. Ja, da kann ich gerade froh sein, dass er seine Combo nicht triggern konnte. Aber wenn der Gegner in irgendeiner Art und Weise eine Kill-Lane hat, dann fühlt sich Bart schon mal unwohl, weil er halt eigentlich die Freiheit haben möchte zu roamen. Aber wenn jetzt der Gegner permanent Druck machen kann, dann muss man als Bart irgendwie schon mal da bleiben. Ja, ich habe hier meinen Heal einmal. Der Heal ist halt doch relativ stark und das erlaubt ihm dann auch, gegen so eine Lane bestehen zu können. Aber eben sein zweites Potenzial, das Roamen, das kann man halt da nicht so gut nutzen. Ich möchte trotz allem irgendwie auch noch mit Spell Thief triggern. Wupp, danke Minion. Und doch irrsinnig viel Schaden bekommen. Ja, warum könnte jetzt Spell Thief bei Bart besser sein als bei Annie? Der Grund ist einfach der, bei Annie ist es ja immer so eine All-In-Komposition. Entweder rein und Gegner töten mit Tibbers und allem möglichen. Ja, oder irgendwie catchen. Und bei Bart ist es ja doch eher so, dass man mal mit einem Auto-Attack den Gegner slowen möchte. Und dann über ein Q ein Play machen, von wegen Stunnen oder Slowen, ist ja egal. Aber wenn man jetzt einen Auto-Attack setzt und dadurch das Tribut triggert, hat man halt einfach die Möglichkeit, dann schon mal ein bisschen mehr in Position zu kommen, so generell gesehen. Ich gehe jetzt mal kurz hier rüber, nehme mir die zwei Chimes, drei Chimes, vier Chimes sogar. Es war gerade eigentlich ein relativ guter Zeitpunkt, um da ein bisschen rumroamen zu können. Weil ich halt auch die Movement-Geschwindigkeit habe, um dann relativ schnell wieder auf der Lane zu sein. Und verpasse nicht mal so viele Minions, wie ich das eigentlich erwartet habe. Nun gut, war ein schöner Zeitpunkt zum Roam. Ah, wieso gehe ich da eigentlich diesen einen Auto-Attack rein? Zum Glück hat mich das Q nicht getroffen, aber trotzdem, ungünstig. Erst dadurch ein bisschen unter Druck. Und meine Hoffnung ist halt einfach, dass uns diese Quest hilft oder die Belohnung, dass wir dann ein klein bisschen besser in Position kommen für unsere Q-Fähigkeit. Das ist jetzt Elementare. Wir haben eigentlich ja nur einen Damage-Spell. Den müssen wir dann dementsprechend auch in den Fights oder in den Situationen generell, sage ich jetzt halt mal, richtig setzen. Uap. Uap. Ach, so unangenehm. Nein, 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 nein. Danke, Falle. Aber auch zu greedy gewesen. Das Ignite hätte ich vor dem Heal schon draufkriegen müssen. Dann, okay, dann wäre es wirklich okay gewesen. Aber so war es halt schon. Tja. Dieser eine kleine Misstep, der dann zum Tod führte. Amu fragt, why are you stealing camps? Ja. Okay. Was für eine Frage. Man kann ja dem gegnerischen Jungler auch mal was denyen. Gut, aber was möchte ich jetzt auf der Lane machen? Wir sind so gesehen eigentlich schon wieder behind. Ah, Bart, wie gesagt, fühlt sich da nicht unbedingt wohl. Kann das eigentlich mit manch einem Play ausnutzen, dass man doch irgendwie in der Lane bleibt und dabei eine gewisse Effektivität hat. Aber gegen den Brand ist halt in den meisten Fällen, boah, ist schon echt hart. Das ist eigentlich auch immer so ein bisschen auch mein Punkt, wenn ich gefragt wird, ja, was soll ich denn lernen? Bart, Thresh, Janna, Soraka, frag mich nicht was. Dann tendiere ich doch immer eher zu den sicheren
Champions. Na, Bart, wenn der zurückfällt, dann hat er immense Probleme im Spiel zu bleiben. Denn dieses Chimer-Tier einzusammeln, unangenehm. Das ist schon mal. Und im späteren Verlauf, wenn man mehr und mehr und mehr reingedrückt wird, dann kommt man halt fast gar nicht mehr an seine Chimes ran. Gucken wir mal hier nach dem Wort. Da. Ja, der Damage, der ist vorhanden. Der ist definitiv vorhanden und ich kann mich eigentlich nur bei Ivern bedanken. Den Heal nehme ich mal noch mit. Aber es wird nicht reichen. Ich weiß nicht, was Tristana da noch probiert hat. Die ist ja auf die Caitlyn drauf. Aber Caitlyn hat eigentlich keinen Damage genommen. Ah ja. Man muss ein bisschen jetzt zurückbleiben. Das Traurigste ist eigentlich auch noch, dass die ADC-Komposition hier genauso war. Also praktisch eine Pressure Lane. Eine Caitlyn, die möchte ja einfach nur für die Kills gehen. Die möchte permanent reindrücken. Und das tut sie auch. Ja, genau das, was sie tun müssen, tun sie. Mit relativ großem Erfolg. Heißt halt für uns eigentlich auch erstmal warten, bis wir dann die Ulti haben, darüber vielleicht ein Play hinkriegen. Ah, Tristana pinkt mich hier vorne noch zurück und geht dann in genau die gleiche Falle rein. Caitlyn, Level 6. Ekelhaft. Wenn sie klug ist, dann benutzt sie ihre Ulti vorher, damit wir halt noch weiter unter Druck geraten. Ja, das ist nicht so klug, Tristana. So, mehr mache ich nicht. Mehr kann ich hier auch einfach nicht machen. Ich konnte hier gerade eben nur einmal kurz einen kleinen Poke setzen und dann wieder raus. So, hier gehe ich mal rüber, hole mir die beiden. Eben auch schon wieder nicht mehr, was ich machen kann, aber es ist gut genug, um ein klein bisschen im Spiel zu bleiben. Tristana ist am Jammern und versemmelt sich dadurch noch andere Auto-Hits, beziehungsweise CS. So. Es ist halt vom Gold her auch gerade blöd für mich. Das ist halt der zweite Punkt. Wenn man unter Druck ist und als Bart möchte man eher roamen, dann kriegt man die Quest relativ schwer nur fertig. Dadurch, dass man halt die ganze Zeit unterwegs ist. Gut. Ab und zu kriegt man schon einen Poke hin, aber normalerweise kriegt man halt weniger Gold als jetzt hat. Ich würde auf jeden Fall wetten, dass er vorne ist gerade. 372. Nein, er ist. Ja doch, er ist vorne. Stopp. Mathematik ist immer so eine Sache. Also er ist vorne gerade, der Brand. Wobei er da noch wesentlich mehr hätte machen können. Es sind nur 20. Also im Verhältnis gesehen nur. Ich dachte eigentlich, dass ich wesentlich mehr unter Druck bin. Und Bart hat auch sehr viele schlechte Matchups. Na, jeder, der in irgendeiner Art und Weise aggressiv spielen kann. Ich habe es jetzt, ich würde mal schätzen, das ist die dritte, vierte Aufnahme. Und ich möchte euch ja doch Spiele zeigen, die einigermaßen einen Inhalt und Wert haben. Und nicht, wo flamende Leute sich nach 5 Minuten anschreien. Und was ich da gemerkt habe, ist vor allem, ja, Morgana war ein schlechtes Matchup. Ja, Ping doch nicht. Nein, Tristana. So jemand ist schon wieder ein Garant dafür, dass die Aufnahme eigentlich nicht so toll werden könnte. Ich hoffe, die reißt sich noch zusammen, weil noch ist es nicht so schlecht. Wir sind zwar unter Druck, ja, aber ich meine, ich habe schon Schlimmeres gesehen. So, Ulti wäre da. Sie kann gerade farmen. Und dieses Chime hier vorne, das ist jetzt schon wieder eins, das kriege ich so gut wie nicht. Die Gegner pushen rein, ich habe nie Sicht. Oh, ich krieg Geld. Nice. Ich krieg noch mehr Geld. Sie überlebt das Ganze. Eieiei. Ja. Das ist halt das. Das ist Pressure vom anderen Stern. Mit dem Ivern-Schange kann man das irgendwie nicht so ganz countern. Ich versuche zwar hier schon relativ
viel Schaden an den Gegnern zu machen, aber es bringt nichts. Ne, da hätte ich weggehen müssen. Der Stun, da ich das nicht der Stun getroffen hat, war ich eigentlich schon tot. Und das war eigentlich auch der Slow hier, dass er den dann so locker setzen konnte. Ich nicht aufpasse. Aber es ist halt, Bart ist dann wiederum ein Champion, wo man sagt, da ist die Laning-Phase relativ, da muss man das Ganze später irgendwie regulieren. Und dass man dann so einen ADC wie die Tristana hier neben sich hat, die das nicht sieht, dass halt die Gegner einfach extrem auf Push spielen und wir 24-7 unseren Jungler neben uns bräuchten, damit wir das irgendwie kontrollieren könnten, das macht es natürlich nicht einfacher, so ein Spiel zu gewinnen. Ich für meinen Teil, ich werde jetzt einmal kurz rumschauen, versuchen hier so viele Jumps wie nur irgendwie möglich noch zu kriegen. Da lasse ich mal einen Ward. Ich werde auch noch versuchen, hier einen rüberzusetzen. Typischer Platz. Die Pflanze nutzen, damit ich hier... Ja, ich habe gerade noch kein W. Nein, warum trigger ich den Drachen? Na. Ungünstig. Ungünstig. Ja, selbst wenn man den hier bekommt, der hat jetzt noch seine Ulti. Oder hat kein Mana mehr. Er hat kein Mana mehr. Ja, ach, der Toplaner ist auch hier. Auch gut. Aber vielleicht kriegen wir das noch irgendwie geregelt. Auch wenn unser ADC tiltet ist, wie sonst noch was, was er ständig schreibt. Irgendwie müssen wir gucken, dass wir den Gegner nicht noch mehr lassen. Wir haben eigentlich über Orianna genug Wave Clear, wenn sie so ein bisschen Mana-Build geht. Das tut sie auch. Und wenn ich es noch irgendwie hinkriege, die Chimes zu sammeln. Fiora Top könnte man eigentlich auch... Ne? Der könnte man schon zu einem Kill verhelfen. Da war ein Ward. Hier ist ein Chime. Da unten ist einer. Das meine ich halt. Es sind so viele Chimes gerade bei den Gegnern. Ein Bereich, wo ich mich eigentlich alleine nicht vorwagen möchte. Den könnte er wahrscheinlich klauen. Ich nehme den Buff mal mit. Und port mich dann auch zurück. Na, es ist eigentlich für mich, gibt es gerade keinen sicheren Weg. Ich könnte natürlich hier hochgehen und die beiden Chimes noch einsammeln, aber ich gehe dann doch lieber über den Backport. Vielleicht mal wieder zum tiltenden ADC zurück. Weil die Gegner genau das machen, was sie auch tun müssen. Und ein Alvern kann das halt leider nicht ganz so gut unterstützen. So einen harten Push. Da fehlt dann der Damage im Insgesamten. Dazu müsste ich jetzt einen Supporter spielen wie Syrah. Ach, was soll's. Na, mit Syrah könnte ich da schon wesentlich mehr machen. Und da muss gewardet sein. Der muss in irgendeiner Art und Weise gewardet sein. Boah. Gut. Den halt echt extrem out of position bekommen, den Amumu. Und der Echo, der konnte hier nicht mehr helfen. Das war der Plan hier. Schöner wäre es gewesen, wenn ich beide bekommen hätte. Der Brand ist da. Wir sehen hier nichts mehr. Immer ein bisschen ungünstig mit Ivern. Wir könnten jetzt eigentlich den Mid-Tower bekommen. Der ist halt echt so mutig, da drin stehen zu bleiben. Hätte ich nicht von ihm erwartet, weil mein er ist gegen 3 und ja, vielleicht kriegt er noch den Kill an mir, aber ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt die klügste Aktion, da stehen zu bleiben. Das ist übrigens auch keine kluge Aktion. Das, ja, Overstayen ist keine kluge Aktion. Nie. Nie. Und jetzt kommt das nächste Problem, das wir hier eigentlich in dieser Komposition haben. Wir sind mit Iron zusammen unterwegs, der schon auf sein Redemption gegangen ist. Ich möchte eigentlich auch nochmal Redemption haben.
Doch, hier unten steht es, ihr könnt es lesen, halber Effekt bei Zielen, die schon von einem Redemption belegt wurden. Ich nehme es jetzt trotzdem, weil es einfach für Bart relativ wenig Item-Builds gibt, die wirklich sinnvoll sind. Und Redemption ist halt eins davon. Da möchte man dann doch irgendwie gucken, dass man das irgendwie bekommt. Ja, aber Iron hat halt auch eins. Das ist unschön. Später werde ich dann noch auf Iron Solari gehen. Gegner am Rift Herald. Auf Amumu. Ne, auf Riven. Heißt, man muss irgendwie sich mal kurz topseitig halten und gucken, dass der Push von der Riven jetzt nicht allzu eskalierend wirkt. Vielleicht sie auch unterbrechen, während der Herald gecastet wird. Aber die geht wohl back. Da also jetzt halt ein klein bisschen Auge drauf haben mit dem neuen Herald, dass der Gegner, der ihn bekommen hat, halt da nicht so viel Nutzen daraus ziehen kann. Ich nehme mal den Red Buff, außer die Fiora, die bewegt sich schon hin. Dann hole ich ihn mir nicht. Ansonsten ist bei solchen Wards einfach, bei solchen Buffs einfach so, dass... Naja. Ja, ich bin hier ein klein bisschen unbedrängnis und ich weiß halt, dass auch noch ein Echo von da rechts kommen kann. Gehe ich also mal diesen Weg hier, dürfte das sicherste sein. Ich habe auch normale Schuhe bisher nur. Das sind die Büsche, da kann man jetzt nicht unbedingt durchgehen. Ah. Bombo-Kombo ist schön, wenn man sie denn spielen kann. Die Gegner haben eine Bombo-Kombo. Wir können sie nicht irgendwie outtraden. Ja. Danke, tschüss. Puh. Okay, das hat sie mehr gekostet, als ich dachte. Ah, da ist jetzt der Herald. Das ist natürlich eine schöne Situation, ihn so einzusetzen. Ernsthaft. Gott, dir kann keiner mehr helfen. Tilt hin oder her, das war zu weit vorne. Der Herald kann ja jetzt frei pushen. Wir können da nichts dagegen tun. Eieieiei. Eieiei. Ivan könnte dann nochmal rankommen. Ich bin nicht in Range. Kurz durch die Fallen rüber. Was aber natürlich von Pathfinding her nicht klappt. Ich versuche hier nur noch einen Heal auf die Orianna hinzukriegen, dass ich überhaupt nochmal einen Assist hier in irgendeiner Art und Weise bekomme. Und mich dann der Echo bekommt. Ja, es ist genau auch das eingetreten, was ich gemeint habe. Das zum Beispiel hier sind jetzt halt Chimes, die werde ich in diesem Spiel nicht mehr sehen. Weil wir sind jetzt halt schon so weit reingedrückt, dass der Mittel-Inhib durch ist. Wir haben noch keinen einzigen Turm. Also jeder Giant, der hier ab der Mittellinie liegt, ist eigentlich einer, den ich nicht mehr bekomme. Ich kann hier jetzt halt dann nur 3-4 Stück sicher nehmen. Und das war's. Redemption ist fertig. Wie gesagt, mit einem kleinen bitteren Nachgeschmack, dass es eben nur die halbe Heilung ist, wenn Iron und ich das gleichzeitig nutzen müssen. Aber es hilft nichts. Sharing is caring. Oh. Jetzt ist es sogar gerade noch extremer. Ich kann gerade mal noch die beiden einsetzen. Ja, da schauen wir mal, ob wir der noch ein bisschen helfen können. Ich würde das Ganze mal als... Also ich meine, ich bin kein Freund von dem Wort Unlucky, aber irgendwie ist das traurig. Wir haben den Kill zwar noch bekommen, schön und gut, aber... Und was ich jetzt halt natürlich auch wieder nicht merke in keiner Art und Weise, ist der Bonus oder der Tributbonus hier, die Quest an sich. Kann ich jetzt halt wieder keine Aussage darüber machen, ob das cool ist oder nicht. Es fühlt sich nicht gut an. Weil man auf Bard ja auch eigentlich in der Early-Phase relativ viel roamen möchte, was hier jetzt leider auch nicht möglich war, durch diesen enormen Druck. Na, die Frage ist, wen möchte ich hier eigentlich ulten? Ich setze mal den Ward so rüber. Ja. Da kann man es probieren.
kann auch noch versuchen, diese Fiora irgendwie zu unterstützen, aber hey. Das klappt nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt. Autsch. Autsch. Ich gehe mal hier rüber. Danke. Das ist noch eine interessante Ulti. Boah, okay. Es wär, zum einen wäre dieser Flash viel zu spät gewesen. Und zum anderen... Ja, er wäre viel zu spät gewesen. Ich wäre so oder so tot. Habe ich sie getroffen? Yay, ich habe sie sogar getroffen. Hatte ich gerade überhaupt nicht bemerkt. Es hilft mir in solchen Situationen hier. Da merke ich dann schon, dass es eine coole Sache ist. Weil ich halt den Bonus habe, dass ich kurz poken kann und dann weiter weglaufe. Möchte sie hier... Die Ranger ist einfach abartig. Die Hero kommt da auf keinen Fall ran. Übrigens, witzige Kombination eigentlich, die unsere Komposition hier auch noch aufbaut, ist, dass Ivern Büsche setzt, die dann im Endeffekt die gegnerische Caitlyn sehr, sehr gut nutzen kann. Schön. Währenddessen in der Mitte der Echo am Pushen, aber der kann jetzt halt den neuen Inhib, wobei der braucht noch ein bisschen, kann er aber nicht mehr niederringen. Ja, wenn ich so auf die Karte schaue, ist es einfach ein Armutszeugnis an Chimes, die ich nicht mehr kriegen werde. Heieiei. Selten so schlechte Matches mit Bart gehabt, wo ich aber wirklich dann sagen muss, da merkt man halt, er fällt auch ein bisschen unter diese Kategorie offensive Supporter, obwohl er jetzt halt nicht mal so, ja, nicht mal so das Kit dafür hat. Er hat den Q, er hat da einen guten CC drauf, ja, das stimmt schon. Aber er hat jetzt halt nicht so auf 3 von... Oh, hallo Ribbon. 3 von 4 Fähigkeiten Schaden drauf. Oder CC in irgendeiner Art und Weise. So wie Brand oder Syra. Und trotz allem, wenn Bart zurückfällt, dann schaut es irgendwie doch düster aus. Eine Janna, eine Soraka, die haben es wesentlich einfacher im Spiel zu bleiben, weil die halt über ihre Utility, über den Heal einiges noch an Impact haben. Lass mal hier mal ein Wort, damit das noch gesichert ist. Na, die haben einiges mehr am Impact, wenn es mal schlecht läuft. Man muss halt auch einfach sagen, manche Matchups sind so konstruiert, dass es halt am Anfang mal schlecht läuft. Dass man vielleicht die Lane verliert. Ja, ich habe zwar meine Ulti bereit, aber bis ich da bin... Ich meine, es ist schön, dass ich da gewartet habe, dass man überhaupt sehen kann, dass es passiert. Schade. Den so zu übernehmen, ist nicht unbedingt die intelligenteste Idee gewesen. Nicht unbedingt die intelligenteste, auch wenn wir ihn bekommen haben. Und wir auf Tristana sogar noch einen Baron Buff übrig haben, falls Ivern hier stirbt. Ja, da hat sich's doch gelohnt, da mal ein bisschen warden zu gehen. Ansonsten wären wir da echt im Dunkeln getappt. Und hätten dann nur gesehen, ein Baron has saved. Na gut. Ein kleiner Lichtblick, vielleicht kommt man so wieder ran. Steht auch gar nicht mehr mal so schlecht. 18 zu 15. Nur die Turmsituation könnte so ein klein bisschen besser sein. So, wechseln wir hier rüber. Nochmal ein Control Ward. Los, los, los. Na gut. Portal setzen und dann nicht durchgehen. So machen es die Guten. Na, okay, sie ist trotzdem geflasht. Ich wollte eigentlich hier schon flashen, damit ich den Stun überhaupt anbringen kann. Haben die eigentlich noch Wards? Wards, Wards, Wards. Keine Wards. Jedenfalls nicht, soweit ich das sehen kann. Da ist einer, aber mehr auch nicht. Hier ist nochmal einer. Gerade noch so gesehen. Da kann ich mir auch noch denken, dass einer ist. Gott, ist nicht. Als nächstes kommt der Drache in Cloud Drake. Das ist, okay. Ist jetzt nicht so schlimm. Disconnect ist aber gar nicht mal... Nein, ein Disconnect, das möchte ich nicht akzeptieren. Ah, das ist gewordet. Das auch gewordet. Kurzen Schritt hier rüber, damit ich dann sehe, falls von dieser Seite aus jemand kommt. Und jetzt nochmal hier einen Ward setzen. Und dann gehe ich halt.
Gut, Riven. Kein guter Move, Tristana. Der Jump hier rüber, damit sie überhaupt rankommt an diesen Krug. Krug, Grump, whatever. Wir können uns jetzt eine Stoffrüstung leisten. Der Weg ist eben weiterhin Iron Solari. Aber... es dauert halt noch ein bisschen, bis wir das überhaupt haben. Reconnected ist er zwar, aber bewegen tut er sich nicht. Der ist schon voll auf Schildstärke gegangen, ist auch vollkommen in Ordnung. Ein Iron. In den meisten Fällen tut es sich dann aber besser in der Komposition, wenn man entweder einen Tank oder einen offensiven Supporter wählt. Und jetzt merkt ihr auch ein bisschen so den Widerspruch. Ich bezeichne zwar Bart so ein klein bisschen als offensiven Supporter, weil er halt auch einfach... ja, wenn er zurückfällt, schaut schlecht aus. Ah, danke. Aber ich weiß dann noch einen Ward, den ich entfernt haben möchte. Immer so ein Blick auf die Karte. Gut, habe ich wegbekommen. Na, wir kriegen nicht wirklich einen Engage hier hin. Schade. Aber ich habe gerade schon den Speedboost gemerkt. Dachte mir eventuell dadurch, dass was gehen könnte. Aber dem war nicht so. Ivern, please. Tristana, please. Ich habe jetzt hier einmal den Slow, dann den Speedboost, dann na, das Ganze nochmal. Plötzlich habe ich Probleme. Das wäre echt traurig, wenn wir das dadurch verlieren, weil wir hätten uns schon gut halten können. Die Gegner haben halt doch zwei Champions, die extrem abfallen und bei uns eigentlich welche, die gute Scalings haben, außer Bart. Wobei Bart auch eigentlich so ein unendliches Scaling hat mit seinen Chimes, wenn er sie dann sammeln kann. Aber gut. Wollen wir mal so stehen lassen. Ich werde jetzt hier nochmal alles durchgehen, was ich gerade erst schon gelernt habe. Na, der kriegt mich nicht. So viel Schaden kann er nicht machen. Amumu genauso wenig eigentlich. Uiuiui. Und dafür haben wir eben auch unseren Control Ward hier gesetzt. Damit wir die Gegner hier so ein bisschen denyen können. Und wir haben halt den Wave Clear. Das ist schon nice. Ohne Wave Clear würden wir schlecht dastehen. Fangen wir mal ab. Den Ward kann ich entfernen, aber dann... Nice try. Nice try. Ich gehe mal hier durch. Ich gehe... Okay. Klappt nicht ganz so gut, aber ich gehe mal da durch. Ich meine, es ist nicht unbedingt nett von Iron, das Ganze so praktisch zu entscheiden. Zu sagen, was? Wir brauchen keine zwei Redemptions. Ich kann nicht sein, dass ich da keinen Stun getroffen habe. Heiler Witzka. Das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Na gut, wir spielen es halt derzeit einfach sauber runter. Wenn uns einer fehlt in so einer Situation und der Supporter einfach nur behindert ist, ja, was will man dann machen? Was möchte man da machen? Puh. Gut, wir haben 3 Kills bekommen. Wir haben einen Mid-In-Hip. Es könnte schlechter laufen. Es könnte auch definitiv besser laufen. Ich denke mal, mit Iron, wie gesagt, die Scalings sind auf unserer Seite. Wir könnten wieder gut im Spiel sein. Könnten. Uns gehen zwar ein paar Drachen vielleicht ab. So 2, 3... Aber wir haben wieder ein Spiel gefunden, also es hat sich stabilisiert. Auch wieder ein Punkt, den ich eigentlich erwähnt habe, ne? Es ist klar, dass man gegen so eine Pressure Lane wie Caitlyn, Brand, dass man da einfach sich theoretischerweise defensiver verhalten müsste und dass Champions, so wie man sie gepickt hat, einfach in der Lane nicht aufgehen.
aber dass dann natürlich uns das Late Game in einer gewissen Art und Weise gehört. Ganz normal. Ein Level Up. So, sie möchte wahrscheinlich hier den Blue Buff haben. Das hilft uns natürlich auch wieder beim Verteidigen. Und das Iron Solari ist jetzt fertig. Hilft einem auch ein bisschen beim Verteidigen. Wir dürfen halt unter gar keinen Umständen jetzt den Mid-Inhib verlieren. Was wir aber doch in gewisser Art und Weise tun werden, weil die halt... Na, jetzt habe ich gerade keine Vision auf dem Baron. Und genauso wenig könnten wir das auch irgendwie outplayen, outsmiten, wenn die den Baron machen. Amumu ist tanky. Caitlyn hat den Schaden. Was willst du machen? Kurz mal die Sicht sich holen. Also, in spätestens 10 Sekunden haben sie den Baron. Da war er. Und wir dürfen jetzt schauen, wie wir das jetzt noch verteidigen. Eventuell die Riven hier catchen wäre eine Option. Oder auch nicht, dass es einfach smart macht. So, nach oben rausgehen. Inhib ist weg. Man, wie gesagt, was will man machen? Was will man da machen? Theoretisch müsste ich mit meiner Ulti so engagen, dass man jemanden separieren kann. Und dann halt den Massen-CC anrichtet oder sonst irgendwie. Oder auch nicht. Naja, traurige Sache. Wir konnten uns auch gut heilen und ihr habt es ja gesehen. Das Late Game hätte uns gehört, rein von der Theorie. Die Laning Phase ist momentan mit Bart wirklich schrecklich, muss man sagen. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, Gemüse.